Schaf ohne Ständer, was für ein schöner präpubertierender Gag. Macht aber nichts, es geht nämlich tatsächlich darum, wie kriegen wir denn die Bilder scharf, obwohl wir das Problem haben, dass wie hier die Belichtungszeit so lang sein müsste bei diesen Lichtverhältnissen, dass es schlichtweg doch recht einfach ist, dass dann alles verwackelt wird wie hier. Und wir haben eben zufällig keinen Ständer dabei, wo wir die Kamera draufstellen können. Auch nichts, wo wir sie hinlegen können und. Wir müssen aus der Hand fotografieren und es soll auch noch einigermaßen scharf werden. Da haben wir doch was, nämlich ganz banal als erstes der feste Stand. Und das bedeutet eben nicht sowas hier. Okay, ja, ich wollte ja die präpubertären Gags lassen. Also massiv nebeneinander stellen, einfach mal in die Ronaldo-Position und dann John Wayne-mäßig kräftig in den Boden stampfen. Okay, zweitens, die Arme eben nicht von dem Körper weghalten und dabei dann noch wackeliger werden, sondern am besten einen Winkel bilden mit den Armen, das Ganze an den Körper pressen, während wir, wie gesagt, die Ronaldo-Position einnehmen. Vielleicht sogar die Hand unter die Kamera, damit sie dann auch ein bisschen noch Vibrationen abstößt oder sogar, wenn wir wollen, an den Körper heranpressen. Selbst das kann zusätzliche Stabilisation geben, insbesondere wenn dann die Kamera auch noch solide auf dem Bauch aufliegen kann. Kommen wir mal gleich zum dritten Punkt. Und das ist eigentlich der spannendste, nämlich auf Dauerfeuer stellen bzw. auf Serienbild. Jede von den normalen Spiegelreflex hat sicherlich diese Möglichkeit, meist dargestellt durch so ein Symbol, wo mehrere Bilder hintereinander liegen. Und dann brauchen wir nur auf den Auslöser drücken und gedrückt halten und er feuert ab, was denn die Kamera hergibt. Und das können wir auch minutenweise fast machen, je nachdem wie die Speicherkarte und auch die Kamera es ermöglichen. Und das Schöne, und das ist nämlich die Idee dahinter, natürlich ein Großteil von den Bildern, die wir jetzt aufnehmen, werden verwackelt trotzdem sein und werden auch trotzdem dann nur Ausschuss sein. Aber dazwischen mit etwas Glück und großer Wahrscheinlichkeit wird immer mal was dabei sein, was durchaus mehr bietet als Verwacklung, sondern tatsächlich scharf wird oder vielleicht sogar richtig scharf. Je nach Fortun, eigener Kondition und eben natürlich auch der gewählten Belichtungszeit. Wunder kann diese Technik natürlich auch nicht vollbringen, aber sie erhöht die Chance, dass doch mal ein Wunder dabei ist. Das sehen wir jetzt hier leider nur so halb verwackelt. Da ist mal wieder eins, das verwackelt ist, dazwischen aber immer mal eins. Wenn wir hier mal weitergehen, das ja, will man nicht präsentieren zum Beispiel. Aber wenn wir dann mal durch die Bilder scrollen gleich, dann sehen wir, da wird es doch schon schärfer, da haben wir schon mehr Glück gehabt. Perfekte Bilder vielleicht nicht unbedingt, aber welche dies fürs Netz auf jeden Fall tun. Oder auch, wenn wir dies mitziehen machen wollen, da braucht man ja viel Übung und diese Übung kann man erstmal ein bisschen dadurch ersetzen, dass man dann trotz längerer Belichtungszeit und vielleicht unruhiger Kameraführung mal auf Dauerfeuer stellt und auch wieder hofft, dass dazwischen eins vielleicht ist, das einigermaßen gelungen ist. Wie hier zum Beispiel, das sieht doch schon ganz scharf aus. Dazwischen dann wieder ein paar unscharf und wenn wir jetzt noch die Belichtungszeit verlängern, um noch mehr Mitzieheffekt haben, sprich alles drumherum sieht aus wie verwaschen, aber das Hauptaugenmerk, wie hier eben eine der Gondeln, ist tatsächlich scharf. Das sieht nach Bewegung aus, das will man erreichen und wie gesagt, wenn man dafür nicht monatelang üben will, auch hier die Dauerfeuerfunktion, sprich die Serienbildfunktion, einfach mal aktivieren und gucken, was so rauskommt und ansonsten es wieder versuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber zumindest eins dabei ist, das man verwenden kann, steigt doch immens. Und das Schöne ist, es kostet ja nichts, ne? Ja, wie auch diese Folge hier und wir werden hoffentlich bald wieder eine haben. Bis dahin alles Gute, euer und ihr Kaulius. Hier sehen wir übrigens eins von diesen Produkten, die dabei aus der Kamera gefallen sind. Tschüss.